Warum bin ich eigentlich in die zweite Reihe eingeteilt? Hier gibt's keine zweite Reihe, sondern nur gute Polizeiarbeit. Können Sie den Mann beschreiben? Haben Sie ihn vielleicht gekannt? Ja, sicher. Das Grillen einer Katze ist nach § 17 Tierschutzgesetz strafbar. Kann ich Ihnen helfen? Unser Baby ist weg. Wo ist die Ärztin, die Sie heute Morgen entführt haben? Die zwei haben also ein Verhältnis. Was ist das denn? Unten im Erdgeschoss, da ist ein richtig fieser Typ. Festnahme. Komm. Warum haben Sie nicht mit ihm gesprochen? Sie hätten ihn noch überreden können, aufzugeben. Er wurde eingebrochen. Franzi, wenn du deine privaten Probleme nicht aus dem Job raushalten kannst, dann geh nach Hause. Egal wo du hingehst, vertrau mir, ich bleibe bei dir. Und ganz egal wie schwer es auch sein wird, ich halte mich, denn ich weiß, wie du denkst. Von dem Auto fehlt noch immer jegliche Spur. Was passiert da jetzt? Können wir nur hoffen, dass Schilling nicht durchdreht. Wenn sie ihm nicht helfen, stirbt er. Das ist ein Scheißfall, ist das. Also du glaubst auch, dass der Vater es war? Dr. Lindberg, wir können im Moment nichts weiter unternehmen. Die Kriminaltechnik hat Proben von dem Blut genommen. Vielleicht befindet sich das DNA-Profil ja in der Datenbank. Ja. Großfahndung, Jörn. Mit allem, was uns zur Verfügung steht. Oh Gott sei Dank seid ihr da. Täterbeschreibung ist raus, Verhandlung läuft. Wir müssen diese Frau unbedingt finden. Hast du das Kennzeichen? Bin ich Winnetou. Aber wir haben da noch ein paar Fragen, ja? Und ich möchte Ihnen dringend raten, mit uns zu kooperieren. Tote Hasen sind Sachen des Veterinäramts, bitte. Meine Mutter hat hervorragendes Rezept für Hasenpfeffer. Wie redest du denn über das Opfer? Und die legere Sitzhaltung überlassen wir unseren Kollegen aus den amerikanischen Krimiserien. Können wir uns wieder auf die Arbeit konzentrieren? Wollen Sie damit andeuten, dass er sich mit dem Haus in die Luft springen will? Ich muss nur hier drauf drücken und dann. Was wollen Sie damit erreichen? Geiselnahme beendet. Die Festnahme ist erfolgt. Melanie, schön deine Stimme zu hören. Alles im grünen Bereich.